Hallo, liebe Stadtteilspaziergänger. Schön, wenn wir wieder in Kontakt kommen. Aber bis dass wir uns wiedersehen, wird wohl noch eine Weile vergehen. Lasst uns gemeinsam in Gedanken beisammen sein. Wie wär's mit einem Gedicht? Runter vom Sofa, raus in die Natur. Lasst uns gemeinsam spazieren gehen und sei es in Gedanken nur. Warum nach der Ferne sehnen? Euer Stadtteil ist so nah. Ein, zwei Schritte in Gedanken und wir sind gemeinsam da. Seid nicht träge, kommt, macht mit für etwas Fitness, Schritt für Schritt. Auf der Stelle lasst uns laufen, die Knie hoch, die Arme auch. Körperspannung, das ist wichtig, von der Schulter bis zum Bauch. Leichte Übung und dann dehnen, alles geht bequem da rein. Wenn wir uns dann wiedersehen, wollen wir doch gelenkig sein. Fit und fröhlich soll es werden, das fällt mir spontan jetzt ein. Öffnet alle eure Fenster und lasst frischen Wind herein. Auch der Kopf soll sich bewegen, gebt ihm täglich was zu tun. Lasst uns rätseln, kniffeln, werkeln. Fit zu altern heißt nicht ruhen. Ein Spaziergang, der uns gut tut und der Energien weckt. Nutzt auf Abstand eure Kräfte, zeigt, was alles in euch steckt. Treppen steigen, gehen, stehen und wer will, auf einem Bein. Mobilität und Gleichgewicht zu schulen, kann für uns sehr nützlich sein. So, nun heißt es täglich üben. Ich hoffe, ihr macht alle mit. Und ich konnte euch motivieren. Bleibt gesund, vital und fit. Eure Renate.